Hallo, richtig schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Deborah und wir haben heute zwei besondere Gäste, die jetzt sich selbst mal vorstellen. Also ich bin die Melli, ich arbeite im Jugendzentrum in Bad Schönborn und neben mir steht die liebe Bonnie, eine 8-jährige Pascherons-Stute von Karlsdorfs Little Ranch. Und heute sind wir hier, um euch was zum Thema Körpersprache und Körperhaltung und dadurch selbstbewusstes Auftreten zu erzählen. Warum ist selbstbewusste Körpersprache wichtig, wenn man im Job, in der Schule, unter Freunden selbstbewusst wirken möchte, ist es wichtig, dass man weiß, was ich da dafür tun kann. Selbst wenn ich vielleicht gar nicht selbstbewusst bin, kann ich nämlich trotzdem selbstbewusst wirken. Das heißt, man kann das quasi auch lernen? Man kann das auf jeden Fall lernen. Da gibt es viele ganz einfache Kniffs und Tricks, die man einfach üben kann, wodurch man viel selbstbewusster wirken kann. Und das machen wir heute über das Medium Pferd. Und warum machen wir das über das Medium Pferd? Pferde sind sehr sensible Tiere. Die haben einen sehr guten Geruchssinn, können sehr gut Körpersprache wahrnehmen und sind deswegen ein sehr guter Spiegel für unsere eigene Körpersprache. Die Bonnie hier zum Beispiel hat knappe 900 Kilo Lebengewicht. Wenn die sich das ungefähr so viel wie ein kleines Auto im Vergleich, wenn die sich also nicht bewegen will, dann muss die sich nicht bewegen. Die macht das nur, weil ich das möchte. Und das macht sie, als Negativbeispiel zum Beispiel, wenn ich jetzt die ganze Zeit so ein kleines Mäuschen hier wäre und so ganz leise sprechen würde, dann denkt sich die Bonnie um Himmels Willen, das ist ja gar kein Herdenchef hier, da muss ich auf mich selber aufpassen. Und wenn die Bonnie mit ihren 900 Kilo plötzlich eigene Entscheidungen trifft und sagt, ich will jetzt nach rechts laufen, obwohl ich nach links laufen will, kann das für Menschen ganz schön böse Auswirkungen haben. Wenn ich jetzt aber mit einem positiven Gedanken an mein Pferd rangehe und sage, hey, pass auf, ich will das so und so machen, dann merkt sie, okay, ich habe hier einen Chef, ich kann hier sicher sein, der folge ich am besten mal. Und so ist es im Alltag eigentlich auch. Also Menschen, die selbstbewusst auftreten, haben es definitiv leichter im Leben als Menschen, die sich immer klein machen und versuchen, nicht aufzufallen. Jetzt zunächst mal, was ist denn überhaupt wichtig bei einer Körperhaltung? Was ist denn eine selbstbewusste Körperhaltung? Wenn man jetzt mal guckt, wenn ich jetzt hier so stehen würde, Schultern nach unten, Kopf so ein bisschen hängen lassen, vielleicht anfangen leise zu sprechen und vor mich hin zu murmeln, wirkt es direkt ganz anders, wie wenn ich mich groß mache, nach oben gucke, meine Schultern zurücknehme, mit einer lauten und deutlichen Stimme spreche. Das ist schon immer so, weil sogar schon Sokrates hat gesagt, spreche, damit ich dich sehe. Und ähnlich ist es beim Pferd auch. Wenn ich jetzt zu Bonnie zum Beispiel sagen würde, Bonnie, würdest du bitte mal zurückgehen? Dann macht sie, wie ihr sehen könnt, einfach gar nichts. Wenn ich jetzt sage, Bonnie, zurück, reagiert sie drauf. Jetzt nochmal explizit, was macht eine selbstbewusste Körperhaltung aus? Ganz wichtig ist Kopf hoch. Jemand mit einer selbstbewussten Körperhaltung, der guckt nicht nach unten auf die Füße oder auf den Boden, sondern er guckt geradeaus, er richtet sich auf. Man muss quasi immer das Gefühl haben, man trägt eine Krone auf dem Kopf und die muss oben bleiben. Weiterer Faktor ist das gerade Stehen und auch Gehen. Ja, wenn man in sich zusammenfällt, macht man sich klein. Wenn man sich groß macht, wirkt man standhaft. Deswegen immer die Schultern zurück. Nicht den Oberkörper komplett anspannen, sonst wirkt es auch irgendwann unnatürlich. Einfach Schultern zurücknehmen, das reicht meistens schon. Dann Hände. Was machen wir mit unseren Händen? Wenn wir die Hände in die Hosentaschen stecken oder die Arme verschränken, hat es oft eine abweisende Wirkung. Vor allem ist es in Psychologie so, dass wir unsere Hände oft verstecken, wenn wir nervös sind. Wenn wir unsere Hände aber mit unseren Händen gestikulieren oder sie einfach nur in der gleichen Position draußen halten, wirkt es oft viel ansprechender und einladender und offener. Ein weiterer wichtiger Faktor ist natürlich die Stimme. Man muss mit einer deutlichen und klaren Stimme sprechen. Das heißt nicht zu laut, aber auch nicht zu leise. Und wenn man diese paar Sachen schon beachtet, wirkt man auf die meisten Menschen, Tiere und auf seine Umwelt schon ganz anders. So, jetzt ist die Frage, wie kann man das in seinen Alltag übertragen? In den Alltag kann man das eigentlich ganz einfach übertragen, indem man einfach versucht, diese Sachen vor dem Spiegel zu üben. Eine weitere Möglichkeit ist, aus dem Mental Training die Affirmation zu nutzen. Sich also positive Sätze
aufzuschreiben auf Post-its oder eine Affirmation zu nehmen und die als Computerpasswort oder Handypasswort zum Beispiel nehmen, wie zum Beispiel ASS. Aufmerksam, souverän, selbstbewusst. Wenn ich mir das jeden Tag vor Augen führe, irgendwann glaube ich dran, so fake it till you make it. Ein weiteres Ding ist, um selbstbewusst zu wirken, ist zum Beispiel, man kann ein kleines Erfolgstagebuch führen. Das heißt, man holt sich ein Notizbuch oder ein kleines Tagebuch und schreibt jeden Tag 3 Dinge rein, die gut gegangen sind. Und dann hat man mit der Zeit ein ganz tolles Buch, wo man sich immer wieder seine Erfolge selbst vor Augen führen kann. Gerade wenn es einem nicht so gut geht, kann man da reingucken und sehen, hey, pass auf, eigentlich läuft es im Ganzen doch ganz gut. Kannst du uns noch ein bisschen einfach was Praktisches gerade zeigen? Wie kann man das trainieren, um eine bessere Körperhaltung, Körpersprache zu bekommen? Natürlich, das kann ich euch jetzt mal ganz gut an der Pony erklären, weil sie aufgehört hat zu gehen. Wenn man jetzt mal guckt, jetzt stehe ich hier so ganz zusammengesackt und vielleicht so ein bisschen unsicher und fühle mich nicht so wohl. Und dann kommt die Bonnie direkt in meinen persönlichen Bereich, wie ihr sehen könnt. Das heißt, die hat keinerlei Rücksicht und nimmt keinerlei Respekt darauf, was ich jetzt gerade möchte. Wenn ich mich jetzt aber aufrecht hinstelle, mich groß mache und sage, hey, nein, könnt ihr sehen, sie respektiert meinen Raum und lässt mir den Raum, den ich brauche, weil sie weiß, dass ich ihn behaupten kann. Und so ähnlich könnt ihr das auch mal bei euch im Freundeskreis üben oder daheim vorm Spiegel einfach üben. Guckt euch mal selbst an, wie ihr wirkt, wenn ihr da steht, ob ihr die Schultern nach vorne habt, ob ihr euch klein macht oder ob ihr euch groß macht. Wichtig ist auch noch, wenn ich jetzt zum Beispiel gerade mit der Stimme, wenn ich jetzt mit der Bonnie sage, Bonnie, back, geh mal bitte zurück, mach das mal bitte. Seht ihr, interessiert sie das so 0, gar nicht, weil es einfach keine Autorität ausstrahlt oder Selbstbewusstsein ausstrahlt. Wenn ich jetzt sage, Bonnie, back, 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 könnt ihr sehen, läuft sie zurück, was für ein Fluchttier sehr ungewöhnlich ist. Das macht ein Fluchttier nur, wenn es dem anderen komplett vertraut. Ein weiter wichtigerer Punkt ist, Augenkontakt zu halten. Das hängt damit zusammen, dass wenn ich nach unten gucke, kann ich schon mal keinen Augenkontakt halten. Wenn ich nach oben gucke, ja, wäre es natürlich schon viel einfacher, überhaupt Augenkontakt aufzunehmen. Und Augenkontakt erweckt immer Vertrauen und Selbstbewusstsein. Wenn ich jemanden anspreche, muss ich ihn anblicken, damit er auch weiß, dass ich ihn anspreche. Wenn ich jetzt die ganze Zeit auf den Boden gucke und dann sage, oh nee, könntest du mal, weiß sie überhaupt nicht, dass ich überhaupt für dir spreche. Wenn ich sie aber direkt anblicke, in ihre Wahrnehmung gehe und ihr sage, Bonnie, ich hätte jetzt gerne, dass du dich bewegst, dann tut sie das auch. Bei Menschen ist es genau gleich. Ja? Merkt ihr ja selber, Menschen, die euch angucken, ansprechen, sind viel präsenter und bleiben euch wahrscheinlich länger in Erinnerung, positive Erinnerung, als Menschen, die das nicht tun. Jetzt ist immer noch die Sache, warum ausgerechnet wir das mit Pferd erklären. Pferde haben so eine feine Wahrnehmung, dass sie unseren Puls, unseren Herzschlag und unsere Muskeltonus spüren können. Wenn ich negative Gedanken und Einstellungen habe, ist mein Puls schneller, mein Muskeltonus höher und ich habe eine schnellere und flachere Atmung. Das sind Dinge, die Pferde alles wahrnehmen können, ohne dass wir Menschen das überhaupt mitbekommen. Im Gegenzug ist es natürlich auch so, wenn ich positiv eingestellt bin, gute Gedanken habe, kann mein Pferd die genauso lesen wie meine negativen Gedanken. Und das führt dann dazu, dass das Pferd anfängt, mir zu folgen. Und so ist es im Alltagsleben auch. Wenn ich jemanden direkt anspreche, wenn ich positiv in die Situation reingehe, auch wenn ich mich vielleicht gar nicht so fühle, ja, wirkt es direkt ganz anders, wie wenn ich meine Unsicherheit immer nach außen trage. Es ist vollkommen in Ordnung, ab und zu unsicher zu sein. Niemand ist ständig perfekt oder ständig selbstbewusst oder ständig mit sich selbst komplett im Reinen. Das Wichtige ist nur, dass es eben bestimmte Situationen gibt, wo man es auch einfach vorspielen kann und vorspielen muss, damit man später auch im Berufsleben oder in der Schule oder wenn man ein Referat hält, ja, einfach nach außen die Wirkung auch zeigt, die man zeigen möchte. Das Ganze
Ganze lässt sich, also das, der Effekt, der dahinter steckt, nennt sich die kybernetische Schleife. Unsere Körperchemie lässt sich beeinflussen. Und dabei ist es egal, ob ich erstmal und meine Körperhaltung so tue und meine Gedanken vielleicht noch nicht so sind, oder ob es andersrum ist, ob meine Gedanken meine Körperhaltung steuern. Der Effekt ist der gleiche. Das ist die kybernetische Schleife nach außen, weil es wirkt immer gleich, weil niemand erkennt deine Gedanken in dir drin. Ja? Insofern du sie nicht ständig nach außen trägst. Natürlich muss man sich immer wohlfühlen bei der ganzen Sache, deswegen ist es richtig, es vielleicht erstmal daheim zu üben, mit den Freunden oder der Familie oder eurem Vertrauenspartner darüber zu sprechen und es zu üben oder mit sich selbst zu üben. Man wirkt und dann kann man ganz viel mehr im Leben erreichen, wenn man das tun möchte. Ich würde sagen, es hilft auch, wenn man sich einfach da gegenseitig mal so ein bisschen spiegelt, also dass man sich auch eine Rückmeldung gibt und sagt, hey, ich nehme dich so wahr, du guckst immer nach unten. Oder irgendwie auf so Sachen. Auf jeden Fall, sprecht da miteinander drüber. Fasst es auch nicht immer direkt als negative Kritik auf. Vielleicht will es gegenüber euch damit nur einen Gefallen tun und euch sagen, hey, pass auf, ich kenne dich ja eigentlich, ich weiß, dass du nicht so bist, aber es wirkt im Moment so. Und das sind oft Dinge, die sich einschleichen, ins eigene Verhalten, die man selber manchmal gar nicht merkt, ja, weil es einfach immer so ist. Und da ist es dann oft gut, wenn vielleicht ein Blick von außen nochmal kommt, der das Ganze dann beurteilen kann. Weil man hat jetzt nicht immer ein Pferd zur Hand, um zu üben. Ja, richtig schön, dass du uns was erzählt hast. Vielen Dank für die Tipps. Gerne, und wir wünschen euch einfach viel Freude beim Umsetzen, dass ihr einfach darauf achtet, wie steht ihr, wie guckt ihr, wie redet ihr mit Leuten. Und wünschen euch da richtig gute Erfahrungen. Und vielleicht probiert ihr es ja auch mal mit dem Pferd aus. Genau, kommt gern bei uns vorbei, Karlshoffs Little Ranch. Wir stehen jedem offen und freuen uns über jeden, der bei uns vorbeischaut. Vielen Dank dir, vielen Dank euch. Danke auch. Und wenn ihr noch Fragen habt oder was dazu sagen wollt, meldet euch gerne. Bis bald, ciao.